Liebe Loops, es geht weiter mit einer neuen Episode von Woo! Laser. Deathloop meine ich natürlich. So. Ich habe mich jetzt hierher gekämpft und jetzt geht es in diesen Raum hier rein, den können wir jetzt endlich betreten in Updam. Öffne die Tür. Die Ja-Sind-Station. Wir machen die Tür hinter uns zu, dass wir keine Eindringlinge hinter uns finden. Und jetzt gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um, würde ich sagen. So, was haben wir denn hier? Dill im Inneren, draußen laut. Ah, hier können wir raus. Da ist ein Hebel. Kalt wie der Tod und doppelt so still. Okay, hier ist nichts. Worte vom Festland. Ah, da ist was. Vereinsamung an Captain Elias Potterdam, Jasenstation von Sergeant Vera Pack, Tidewarf-Station. Hallöchen, Captain. Dieser ganze Schnee macht mir langsam echt zu schaffen. Es ist, als wäre was in der Luft. Als sei sie gleichzeitig zu stickig und zu dünn. So oder so fällt das Atmen schwer. Gestern in der Generatorstation dachte ich, ich hätte um die Ecke jemand gesehen. Aber als ich hinging, war da niemand. Das war eine Sackgasse, da führte kein anderer Weg raus. Und die Sache ist, ich dachte, das wäre ich. Und dann dachte ich, was, wenn irgendein anderes Ich mich um die Ecke hat gehen sehen. Ein Teil von mir will Pitscheks Leute davon erzählen, aber ein noch größerer Teil von mir will nicht, dass die mir den Kopf aufschneiden und drin rumwühlen. Jedenfalls dachte ich, du solltest wissen, dass Yasin nicht der einsamste Posten auf Black Reef ist. Gib mir einen aus, wenn ich es jemals wieder zurück in die Stadt schaffe. Okay. Jemand von Operation Horizon berichtete von merkwürdigen Vorkommnissen im Umfeld der Anomalie. Gehen die durch? Was? Das Nervenzentrum? Ach, hier geht's auch raus. Ja, wir sind hier auf der Suche nach Informationen, deswegen gucken wir uns ganz genau um, dass wir nichts übersehen. Zentriert das Over and Out. Zensiert. Dart. Ich soll hier sein. Entziehen. Der Bastard. MLWEXDOH. Mitteilung für Jürgen Berezin, Feldmarschall. Operation Horizon. Betrefft Sicherheitsmaßnahmen der RAK-Anlage. Wie von ihm befohlen, wurde die Sicherheit des Rakieto-Plans implementiert. Die Zündung wird erst aktiviert, wenn sich die Anomalie laut der Instrumenten in Tidewarf in einem ausreichend angeregten temporalen Zustand befindet. Darüber hinaus ist für den Zugang zum RAK nur ein dreiteiliger Hauptschlüssel erforderlich. Ein Segment wurde Lieutenant Tobias John von der Stover-Station, ein anderes Captain Colt Van zugeteilt. Ah, jetzt haben wir den Code. Das letzte Segment des Hauptschlüssels lautet AXT. Viktor Rasnik, Major, oberster Sicherheitsoffizier Operation Horizon. Okay, wir haben den Code. Sicherung? Welcher Scheiß Sicherung? Hab diese Station hoffentlich nicht umsonst geöffnet. Nö, Code, haben wir nicht. Wir haben eine Information bekommen, die uns jetzt hoffentlich weiterhelfen wird, das Ganze hier zu verstehen und dementsprechend einen neuen Abschnitt klarzumachen. Ich könnte natürlich noch zu Charlie gehen. Das steht nämlich auch noch auf der Agenda.
hier. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum. Also, selbst wenn ich ihn um die Ecke bringe, lebt er ja wieder. Charlies Spielreinplatzen hatten wir schon. Charlies Teleporttafel erhalten. Ich habe die Teleporttafel ja schon. Ich könnte halt nur nochmal von ihm eine zusätzliche Erweiterung für die Teleporttafel bekommen. Aber da ich weiß, dass ich dieses Spiel hacken kann, brauche ich das nicht. Apropos Spiel. Kann ich das jetzt nochmal spielen? Oder wann ist dieses Spiel zugänglich? Gut. Der Chai wird den Abschaltcode für Franks ClassPass-Sicherheitssystem in seinem Anwesen auf. Okay, das ist auch noch wichtig, aber das machen wir später. Chai hat auf der unteren Straße Garage eingerichtet. Ah, das ist nur zu einer gewissen Uhrzeit verfügbar hier. Am Nachmittag. Okay. Ja, dann würde ich es gut klar und sagen, wir haben jetzt hier alles erledigt. Dann können wir wieder gehen. Ich will mich jetzt nicht noch länger aufhalten als nötig. Kenne ich den Code hierfür eigentlich? Nö. Macht nicht. Ich komme so oder so auf die andere Seite. Ups, so natürlich nicht. Ich will da hoch. Mein Gott. Also. Ich muss mir einfach nur merken, um Charlies Spiel zu sabotieren, ist das hier genau die Tür, die gegenüber dem Ausgang liegt. Ja, nichts hier weg hier. Wir haben zwar nicht viel erreicht oder gesehen oder nennt wie ihr es wollt, aber wir haben Informationen erhalten, was ja auch unser dringlichstes Anliegen sein sollte, zum Beispiel, dass wir jetzt einen Teil des Codes haben. Jetzt müssen wir dann nochmal in die anderen Gebiete zurück und dementsprechend die Generatoren halt umpolen. Genau, das haben wir jetzt rausgefunden. Eines der Rack-Passwörter aus den ganzen Stationen in Uptime lautet Axt. Und wir haben ein paar Siegel mitgenommen, das ist eigentlich auch nicht verkehrt. So, das können wir noch rein theoretisch nochmal nach Uptime. Aber hier geht's schon direkt weiter, der Komplex. Cheat am Morgen. Weil wir den Strom ja nochmal umleiten müssen. Das heißt, wir müssen den Strom, weil der Loop setzt ja wahrscheinlich die Generatoren dann halt auch wieder zurück, müssen wir dann wieder in den Komplex gehen, den Strom wieder umschalten und dann in einen anderen Bereich der Welt gehen. Zum Beispiel nach Karlsbucht oder nach First Red Rock. Weil in Uptime waren wir jetzt schon und es gibt 4 Gebiete. Das heißt, im Komplex selber ist ja natürlich nichts, weil der Generator ja steht. Deswegen gucke ich jetzt nochmal, es ist Nachmittag, ob wir vielleicht dieses Spiel von Charlie noch mitnehmen und es irgendwie beenden. Aber wir kriegen nur eine Waffe dafür, deswegen weiß ich nicht ganz genau, ob das jetzt so zielführend ist. Ich habe nämlich eine Idee, beziehungsweise ich würde das gerne so machen. Ich gehe jetzt nochmal einen Tag, ich spule jetzt nochmal einen Tag vor, dass wir zum Generator kommen. Dann werde ich den Generator offscreen nochmal zum Laufen kriegen. Sobald der Generator wieder läuft, werde ich den Strom wiederum umleiten in einen anderen Bereich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder, sobald ich den Generator dann umgepolt habe, also den Strom umgeleitet habe, dass wir einen anderen Code-Abschnitt finden. Denn diese Code-Abschnitte, die brauchen wir ja, um dementsprechend den Abschnitt hier zu vervollständigen. Die Funkstille. Weil das hier, wissen wir jetzt schon, aber ein Zugang zur ersten Station, in der ich vielleicht ein weiteres Passwort finde. Genau. Weil das ist jetzt quasi schon erledigt.
Und jetzt geht es im Prinzip darum, in den anderen Bereichen nochmal vorzudringen und da die Passwörter zu finden. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Wir machen jetzt hier einen Cut und dann bin ich gleich wieder zurück. So, da wären wir wieder zurück. Also, ich habe jetzt den Generator wieder angeschaltet, habe wieder Strom. Und jetzt würde ich gut gelaunt sagen, leiten wir den Strom mal in einen anderen Bereich um, nämlich nach Karlsbucht. Und gucken uns da um. Schnur für mich, Baby. Schnur für mich, Baby. Oh yeah. So. Das hätten wir erledigt. Wir nehmen das Residuum hier noch mit. Gut. Und damit hätten wir das erstmal. Und jetzt gehen wir dann erstmal wieder zurück in die Tunnel. Und gehen dann nach Karlsbucht. Wo wir dann den nächsten Teil des Codes-Abschnitts erhalten. Das heißt, dann fehlt nur noch einer in First at Rock. Und dann hätten wir soweit, denke ich mal, alles zusammen, um den Aufenthaltsort von Juliana zu ermitteln, beziehungsweise dem Ganzen auf die Schliche zu kommen. So. Das haben wir geschafft. Da sehen wir auch schon auf dem Foto, wo das ist, weil die Fotos liegen ja direkt vor den jeweiligen Hebeln, um zu sehen, wo das Ding ist. Und jetzt können wir dann halt direkt nach zur Station in Karlsbucht. So, fortfahren. Siegel gesammelt haben wir 2 Stück. Wir haben jetzt wesentlich mehr Residuum, als wir irgendwie ausgeben können. Ich glaube, ich habe, wie viel? 10.000? Ja, 10.500. Könnte irgendwas random anreichern, aber nö. Guck mal, die Limb 10 kriege ich halt immer. Ausbeute durch Opfern 1000. Deswegen lohnt sich das persönliche Siegel auch nicht irgendwie anzureichern, wenn wir das eh jedes Mal kriegen. Stellt Gesundheit schnell wieder her und stürzt sich erneut in den Kampf. Stellt mehr Gesundheit wieder her. Es ist halt wahrscheinlich, dass es mehr Gesundheit wiederherstellt im Sinne von, wenn ich eine Heilung nehme, aber das der Gesundheit wiederher über Zeit wahrscheinlich, ne? Nehmen das mal. Beton kommt farbig schon, vor allem in der besseren Version. Deswegen kann ich das hier opfern. Und reichere das hier an. Waffensiegel, was haben wir da noch? Stoßdämpfer. Habe ich schon besseres, aber das Ausbeute durch Opfern kriege ich halt 500. Ja, komm, machen wir mal. Falls ich noch was finde zum Anreichern, habe ich auf jeden Fall erstmal gut Residuum dafür. Okay. Das wäre es erstmal. Das heißt, wir können jetzt rein theoretisch nach Karlsbucht. Das ist aber erst am Abend. Beziehungsweise, nee, ist nicht am Abend. Das ist am Nachmittag. So. Streichen wir nochmal ein bisschen Zeit. So, jetzt können wir dahin. Let's go! Außer dir. Und manchmal mir. Kapier ich nicht. Ein traumatischer Loop verursacht autoloetische Störungen und ekphorische Löschungen. Einfach gesagt, wiederholte Speicherlöschung. Hättest doch Carter sagen können. Und da wären wir wieder. Was geht denn hier ab? Zum Henker. Deine Zukunft.
Wie hast du mich gerade genannt? Die Station ist schon etwas weiter weg, das heißt, wir müssen hier erstmal ein bisschen... ich hänge fest. Müssen wir erstmal ein bisschen Weg gut machen. Das heißt, der ist natürlich auch bespickt mit Gegnern. So, da können wir noch ein bisschen Residuum mitnehmen. Was? Gardens of Reception. Muss ich hier durch? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Okay, da haben wir noch was. Hier oben wird nicht gespielt. Das war's, ja. Noch mehr? Okay, wenn wir es nicht brauchen, dann nehme ich es nicht mit. Hier liegt noch Krams rum. Lauter Siegel. Glaubst du es ja nicht. So, wir sind fast da. Ich kann hier am Strand entlang, oder was? Ah, hier ist es. Hier waren wir noch gar nicht. Ein neuer Bereich, der sich uns eröffnet. Dann gucken wir doch mal rein. Brauche ich nicht. Du. Ich. Bolt. Hab noch nicht geschossen. Dieses Mal vielleicht. Wie... bist du hier reingekommen? Die Tür war offen. Das habe ich wohl dir zu verdanken. Ich will nur das. Bin gar nicht da. Was zum... Ich würde doch nie was verstecken. Vor mir? Hier ist ein Band von ihr. Juliana? Nein, Mann, unser Mädchen, Lila. Als wir damals hier waren, erinnerst du dich nicht? Nein. Fällt dir wieder ein? Oder nicht? Ich dachte, ich könnte zurück in die Zeit. Das. Und Juliana weiß das ganz genau. Weißt du, wo sie ist? Ja, echt hilfreich. Hey, warte mal. Wir sehen uns.
Warte! Scheiße. Das OBS ist abgeschmiert, tut mir leid. Ich hoffe mal, es fehlt nicht so viel von dem Gespräch jetzt zwischen Cold und Cold. Aber es ist krass, dass wir nochmal ein Ich aus einem anderen Loop wiedersehen. Er hat auch eine ganz andere Klamotte und einen Frieze an und ein Bärtchen, also er sah ganz anders aus als wir. Also scheint das schon etwas her zu sein. Da liegt noch was. PT6 Spiker Kugeln machen Gegner, die sich in der Nähe des Einschlagspunkts befinden, unsichtbar und markieren sie. Hey, aber hier ist gar nichts. Vielleicht muss ich noch eine Ebene nach oben oder so. Vielleicht gibt es hier noch eine geheime Tür oder irgendwas. Mir geht's gut genug. Finde hier aber nichts. Hier stimmt doch was nicht. Ich bin noch hier in der Ark-Station, oder? Ich kann die AK-Station nach einem weiteren Passwort durchsuchen. Ah, hier. Was tust du da? Ich nehm's auf. Für die Nachwelt. Laila. Und nicht zum ersten Mal. Dann zeig mal, was du hast. Und wieder gewonnen. Wow. Okay. Bin schwer beeindruckt. Ich bin beeindruckend. Woher kennst du das Wort überhaupt? Wer ist der Wörterkönig? Ist das dein Rack-Passwort? Das soll doch geheim bleiben. Wer ist Wörterkönig? Du bist der Wörterkönig. Lauter. Fürs Protokoll. Ich verbeuge mich vor dir, oh Wörterkönig Cold. Zenith? Zenith. Ja, Leila hatte recht. Hab mein Passwort gespielt. Ah, okay, Zenith. Also, das war das Passwort, was im Prinzip Cold wusste. Und jetzt hat es ja vergessen. Und dadurch, dass er immer wieder gestorben ist und durch den Loop wieder zurückgekehrt, konnte er sich nicht mehr dran erinnern. Und jetzt wissen wir das Passwort wieder. Ich höre doch noch irgendwas. Da ist noch was. Unerwartete Konsequenzen. Ich weiß, dass du es warst. Hält sich wohl für ganz schlau. Am Tag 1 lange Finger zu machen und dann nach First Ad zu schippern. Nun, jetzt habe ich alle Zeit der Welt, dich zu finden und aufzuschlitzen. Immer und immer wieder. Auf ewig. Hält sich immer noch für schlau. Mach dir die Sache leicht und gib mir zurück, was mir gehört. Ein Tennist ist am Morgen mit einem Wertgegenstand auf dem Boot. Ist sauer, dass ihm ein anderer etwas Wichtiges gestohlen hat. Hm. Und das Geräusch her. Ist wahrscheinlich draußen. Na, sag ich doch. .000 ist halt echt viel. Na gut, wir können wieder gehen. Verlassen diesen kalten, schaurigen Ort. Ja, die Waffe habe ich nicht mitgenommen, weil, keine Ahnung, ich habe 3 Waffen, die sind eigentlich ziemlich gut. Wahrscheinlich die besten im Spiel. Und ja, das reicht mir vollkommen aus. Da brauche ich nicht noch eine 4. in meinem Arsenal. Wozu? Ich bin am Anfang davon ausgegangen, dass das hier Blut sei, aber nein, ist es nicht. Ich höre noch was.
weiß nicht, wo es herkommt. Brauchen wir erstmal nicht. So, wir hatten nämlich, was wir wollten. Wir haben den Code. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch ein Teil. Dann könnten wir nämlich diese, ja, ich würde es mal sagen, Questline abschließen. Und dann können wir uns um andere Dinge kümmern. Weil ich würde es echt gerne so machen, dass wir erstmal so eins nach dem anderen erledigen. Da wir jetzt schon zwei Teile des Codes haben und uns nur noch ein dritter fehlt, können wir das dann abschließen. Wissen halt einfach so mit Bescheid, wie wir da hinkommen zu Juliana. Du hast überlebt. Yo. Und wir haben noch eine weitere Info bekommen über First at Rock. Und Updam. Und ein paar Siegel. Sehr gut. Ja, die Infos werden immer dichter. Das heißt, wir können halt bald schon wirklich uns dann einen Plan zusammenschmieden, wie wir die über den Loop berechnen und die Visionäre erledigen. Was ist das? Blitzschlag. Dann haben wir verursacht über noch größere Distanz vollen Schaden. Ah, das wäre für die Scharfschützen, wäre eigentlich ganz gut. Habe ich das nicht schon? Blitzschlag, ja. Habe ich es halt nochmal, ist doch nicht schlecht, oder? Erhöht erheblich die Reichweite. Das habe ich schon auf dem Scharfschützengewehr drauf. Das ist eigentlich ein relativ guter, relativ gutes Siegel für eine Waffe mit einem Scope. Aber das hier habe ich jetzt schon auf den Knarren drauf. Ja, das ist eigentlich ganz gut so. Ja, nehme ich das auch mal. Ich habe ja so viel Residuum, warum nicht? So, was haben wir hier noch? Hähnchen für Mechanik. Verbündete Geschütze. Und Nullifier in der Nähe sind noch robuster und tödlicher. Ah, das habe ich schon. Kann ich das eigentlich auch opfern? Sprinter, du bewegst dich noch schneller. Habe ich halt auch schon alles. Ich weiß ja nicht, wozu ich so Siegel zweimal brauche. Das ist halt das. Müssen mal andere erhalten. Joa. So, dann ballern wir hier noch ein Siegel drauf auf die Knarre. Das war Blitzschlag. Wo ist es denn? Da. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Schaden durch einen Modus. Selbst dann eine Maschinenpistole. Was können wir denn hier noch für ein Siegel drauf? Sicherer Schuss. Ah, nee. Das ist schon okay so. Gut. Aber ich würde gut genommen sagen, wir sind gleich am Ende der Folge angekommen. Deswegen machen wir jetzt hier erstmal ein paar Minütchen früher Schuss. Bevor wir dann den neuen Tag beginnen, den neuen Loop. Dann werde ich natürlich wieder mal in den Komplex gehen, den Generator ein letztes Mal einschalten und dann werden wir und den letzten Teil des Codes holen. Und dann können wir endlich herausfinden, wie wir da zu Juliana hinkommen. Und das Geheimnis hinter diesem Horizon-Projekt ein bisschen lüften. Und wer weiß, was wir noch sonst finden werden. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal bei Devloop.